Bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam. Moin Leute, ich begrüße euch wieder zu den Gaming News wie jeden Sonntag und dieses Mal haben wir hier Ausgabe 10. Ja, ist das nicht geil? Das heißt, wir haben schon 10 Wochen die Gaming News und es ist das letzte Mal, dass ich euch die Nummer mit meinen Fingern anzeigen kann. Das nächste Mal muss ich auch noch die Füße mit dazu nehmen. Das wird natürlich ein super Spektakel hier mit der Feuerkamera mit mega tollen Verrenkungen. Ja, muss man das feiern, die 10 Wochen Gaming News, die 10. Ausgabe? Nö, ich glaube nicht. Aber ihr könnt es gerne feiern, wenn ihr möchtet. Ja, heute präsentiere ich euch die News, die passiert sind, sprich die ganzen Neuigkeiten und Sachen, die in der Gaming-Branche, in dem Business, in was auch immer, was da alles stattgefunden hat. Vom 27. Juni, sprich vom letzten Montag, bis zum 3. Juli, sprich bis heute, das ist der aktuelle Sonntag, den wir haben. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und wie immer werden die Gaming-News präsentiert von losgezockt.com. Unbedingt draufgehen, eine sehr schöne Seite mit einem coolen Magazin. Ist unten in der Beschreibung, wie immer, verlinkt. Ja, und jetzt geht's wirklich los bei einer Minute 10. So, ich habe mir als erstes mal ein paar News für die Wii U rausgesucht, die diese Woche ja relevant waren. Die packe ich jetzt alle an Anfang, ist nicht chronologisch, aber ja, fangen wir einfach mal an. Also erstmal wurde Metroid HD bestätigt, das ist eine schöne Sache. Ich meine, es war total klar, dass es kommen wird, aber es ist bestätigt und das ist schon mal sehr schön. Außerdem hat Nintendo gesagt, dass sie an einem guten Online-Service der Wii U arbeiten. Allerdings hat der nicht höchste Priorität. Spielspaß, Singleplayer, was weiß ich, irgendwas anderes hat bei denen wahrscheinlich höhere Priorität. Aber sie arbeiten daran, dass der wesentlich, wesentlich besser wird als bei der Nintendo Wii und das auch angebracht. So, da hat Nintendo gesagt, dass, Zitat, Core-Gamer werden die Wii U lieben. Ja, werden das die Core-Gamer machen? Werden wir das? Keine Ahnung, aber es ist für Nintendo geplant. Und ja, sie haben jetzt umgesattelt, sie wollen nichts mehr, beziehungsweise nur sehr wenig für Casual-Gamer machen. Und ja, die Wii U soll eine Core-Gamer-Plattform werden. Das ist doch schon mal sehr schön für uns, Daumen hoch. Wie man das so schön sagt bei Facebook und bei YouTube, die ganzen Leute, die daumengeil sind. Daumen, 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 Daumen. Ja, was hat Nintendo noch alles erzählt? Ja, Nintendo hat noch gesagt, wo wir gerade bei Core-Gamern waren, dass der Controller sich sehr gut für Shooter eignen wird. Jemand hat sogar gesagt, dass der Controller das Shooter-Genre total auf den Kopf stellen kann und total auf den Kopf stellen wird. Ja, wie genau das funktionieren wird, keine Ahnung. Ich bin schon mal gespannt, was da so alles auf den Kopf gestellt wird mit dem Controller. Und Entwickler sollen den Controller gut nutzen, hat Nintendo gesagt. Und sie haben keinen Zwang. Sprich, wenn sie sagen, diese komische Bewegungssteuerung, die da drin ist, die bringt uns gar nichts im Spiel, dann sagt Nintendo nicht, ihr müsst die aber einbauen, weil das da drin ist. Ihr müsst das machen. Das sagt Nintendo nicht. Nein, Nintendo sagt dann, okay, wenn ihr es nicht einbaut und das Ganze nur ein Hindernis ist und irgendwie nicht sinnvoll, dann lasst es halt weg, ihr habt eure Freiheit. Ja, das freut mich und dann kriegen wir ja nicht irgendeinen Scheiß wegen Zugzwang aufgetischt. So, das war alles zu der Wii U und jetzt kommt es zu den restlichen News, die diese Woche so gelaufen sind und die meiner Meinung nach relevant waren. Dann hätten wir erstmal Timesplitters 4 und zwar hält Crytek es für möglich, dass da eine Fortsetzung kommt, sprich Timesplitters 4. Ist allerdings noch nichts in Arbeit, ist noch nichts bekannt. Crytek denkt nur so ein bisschen mal darüber nach und sagt, wir könnten, wir hätten, wir dürften, aber macht im Endeffekt doch nichts. Ja, sind wir mal gespannt. Dann ist das Annihilation Map Pack für Call of Duty Black Ops draußen seit dieser Woche exklusiv für Xbox 360, kostet 1200 Microsoft Points und 30 Tage nach Release wird es dann auch für den PC und die PlayStation 3 erscheinen. Ja, also keine Angst, auch alle PlayStation 3 und PC-Besitzer werden es zocken können, wenn sie denn diesen Haufen Kohle dafür ausgeben wollen. Dann wurde gesagt, dass Forza Motorsport 4 keine Wettereffekte beinhalten wird, sprich kein Regen und kein Schnee. Ist das gut, ist das schlecht? Ich persönlich finde es ein bisschen armselig, weil vor allem bei diesem Spiel wird sehr auf Realismus gesetzt und sehr auf Grafik, auf Aussehen, auf wow, alles ist so real. Deswegen finde ich es etwas komisch, dass genau darauf jetzt eben nicht gesetzt wird. Und bei Dirt 3 fand ich das, genau das, eigentlich gerade so spannend. Und finde ich eigentlich schade, dass Forza Motorsport 4 das nicht mit eingebaut hat. Sieht so aus, als ob es eigentlich genau das gleiche wird wie Forza Motorsport 3. Ja.
Dann Resistance 3 für die PlayStation 3 erscheint nicht am 3. September, sondern am 9. September. Das wissen wir ja schon alle. Aber Achtung, auch in Deutschland werdet ihr das Ding uncut kaufen können. Das ist natürlich sehr schön, sprich ungeschnitten, 100% ungeschnitten. Und ja, da können sich alle PlayStation 3-Besitzer, die Resistance 3 spielen wollen, freuen. So, und nun kommen wir, wie immer um diese Zeit in den Gaming News, zu den allseits beliebten Hacker News, da 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 da. Ich begrüße euch mal wieder zu den Hacker News, wie mittlerweile jede Woche. Ich hoffe, nächste Woche begrüße ich euch nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wieder irgendein Depp irgendwas hackt. Und ja, das ist natürlich doof, aber ich kann es nicht ändern. Ich informiere euch nur darüber. So, fangen wir an. GeoHot, der berühmte PlayStation 3 Hacker, der nicht mehr die PlayStation 3 hackt, ja, nicht, dass hier jetzt irgendwelche Vorwürfe kommen, ich würde sagen, dass er das macht, nein, er hackt nicht mehr die PlayStation 3, er verdient sein Geld mittlerweile mit sehr, sehr ehrlicher Arbeit, und zwar arbeitet er nun bei Facebook. Juhu, da hat Facebook doch mal einen richtig guten Experten engagiert, und hoffen wir, dass GeoHot, keine Ahnung, als was er da arbeitet, wurde nicht bekannt gegeben, man weiß nur, der arbeitet da. Hoffen wir doch mal, dass er da einen Datenschutz irgendwie macht und Hackern, die auf Facebook zugreifen wollen, das Leben etwas schwer macht. Dann eine deutsche Hackergruppe namens, Achtung, Wortwitz, der Name von denen ist No Name. Wow. Die haben Ubisoft gehackt, und zwar die Händlerdatenbank. Insgesamt wurden 800 bis 1000 Daten geklaut, sprich E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so weiter. Und der Skandal dabei ist, dass die Passwörter von diesen Händlern nicht verschlüsselt abgespeichert waren, sprich die Hacker konnten da ganz einfach reinspazieren. Doofe Sache, ich glaube Ubisoft hat da irgendwie bei Sony abgeguckt, habe ich so das Gefühl. Was auch noch doof ist, diese ganzen geklauten Daten, diese 800 bis 1000 Kundendaten da, stammen nur von großen Händlern, sprich Saturn, Mediamarkt, Amazon und so weiter. Und das ist natürlich schon sehr, sehr krass, dass da nur große Handelsketten von betroffen sind. So, dann hat Anonymous der amerikanischen Stadt Orlando, das ist in Florida, offiziell den Krieg erklärt, wie sie gesagt haben. Hat eigentlich nichts mit Games zu tun, aber mit Hacken, deswegen lese ich das vor. Und zwar, weil von der Organisation Food Not Bombs, zu dieser Organisation will ich jetzt nichts sagen, schaut einfach mal bei Wikipedia, wer das ist. Und zwar haben die von dieser Organisation Mitglieder festgenommen in Orlando, und das findet Anonymous total bescheuert. Und jetzt soll jeden Tag eine Orlando-Seite lahmgelegt werden. Das betrifft jetzt nicht nur Seiten, die offiziell von Orlando sind, sondern auch Sachen, die einfach nur Orlando beinhalten. Sprich, irgendeine Urlaubswebsite, die darüber berichtet. Also, ja, sehr fragwürdig das Ganze. Bildet euch eure Meinung dazu, wenn ihr das denn wollt, solltet ihr machen. So. Das waren die Hacker-News. Ich hoffe, sie haben euch diese Woche wieder gefallen. Und jetzt geht's weiter mit den normalen News. Yeah. Hacker-News, da-da-da-da. Fable The Journey, was auf der E3 vorgestellt worden ist und so ein bisschen in die Hose ging, weil es nicht so aussah, wie es angeblich ist, ist auf der Gamescom als Demo anspielbar. Yeah, das ist mal cool, würde ich sagen. Und man möchte das Ganze besser machen als auf der Messe in Los Angeles. Und dass das Ganze wirklich so rüberkommt, wie es dann schlussendlich wirklich ist, hat Peter Molyneux gesagt. Ja, bin ich mal gespannt, was dann da kommen wird. Falls ich die Gelegenheit habe, werde ich es natürlich für euch antesten, wenn ihr das denn wollt. So, weiter geht's mit Call of Duty Modern Warfare 3. Und zwar wurde gesagt, dass das Killstreak-System total überarbeitet wird, total über den Haufen geworfen wird und total verändert wird. Ich bin mal gespannt, was sie da verändern wollen. Es ist noch nichts bekannt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was da dann genau verändert wird. Dann hat Respawn Entertainment, das ist das Entwicklerstudio, was aus dem aufgelösten, abgewanderten Infinity Ward Studio entstanden ist von Activision, die jetzt bei EA sind. War ziemlich kompliziert. Ich hoffe, ihr kommt mit. Jedenfalls Respawn Entertainment hat seit dieser Woche eine eigene Internetseite, eine eigene Homepage, einen eigenen Auftritt im Web. Und die haben da tatsächlich schon ein Bild gepostet von einem Spiel, einen ersten Screenshot, der ist aber total verschwommen, ihr werdet nichts erkennen. EA hat aber schon gesagt, dass das Ganze ein Sci-Fi-Shooter werden soll. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was uns da von Respawn Entertainment so erwarten wird. Es geht weiter mit Call of Duty, und zwar Call of Duty vs. Battlefield ist gerade so ein richtig fetter Kampf. Was ist besser, was bestelle ich, was kaufe ich mir? Call of Duty Modern Warfare 3 oder Battlefield 3?
Ja, mittlerweile hat GameStop bekannt gegeben, dass DICE, also sprich Battlefield 3, mehr Vorbestellungen hat als Call of Duty Modern Warfare 3, sprich als Activision. Das ist natürlich, ja, gut oder schlecht, entscheidet ihr das Ganze. Warum eigentlich GameStop? Ich glaube, auf Amazon bestellen viel mehr Leute. Ich bin mal gespannt, wer da schlussendlich als Sieger ist auch relativ, hervorgehen wird. Ja, dann gibt es schöne Sachen zu Red Dead Redemption. Falls ihr das Spiel noch spielt, falls ihr es nicht mehr spielt, aber trotzdem was Neues wollt, dann sind die News für euch hier perfekt, denn Rockstar arbeitet zurzeit an einem neuen DLC. Der letzte DLC war Undead Nightmare, wo ihr die Zombies abballern konntet. Was jetzt daraus wird, weiß man noch nicht genau. Rockstar Games will da einige Details in den kommenden Wochen verraten, wahrscheinlich dann auch auf der Gamescom irgendwas zeigen. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Dann gibt es aber wiederum eine schlechte Nachricht für alle Leute, die Gran Turismo Prologue spielen, falls ihr es noch macht. Sony schaltet die Online-Server ab. Und zwar haben die das schon gemacht. Zwischen dem 30. Juni, sprich seit dieser Woche, bis zum 30. September sollen alle Online-Server down gehen. Und dann könnt ihr das Spiel nicht mehr online zocken. Aber das normale Gran Turismo 5 könnt ihr natürlich weiterspielen, so wie ihr da Lust und Laune habt. Dann erscheint Crysis für die Xbox 360 und die PlayStation 3. Juhu oder nicht Juhu, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was sie da so an Grafik raushauen werden. Ich glaube, da müssen sie einiges hinlegen, damit es annähernd so gut wird wie am PC. Ich bin gespannt, was herauskommt, was erscheint. Bei uns vor allem ist noch nicht bekannt. Crytek hat dazu bis jetzt übrigens auch noch nichts gesagt. Das ist bis jetzt nur bei irgendwelchen Einstufungssachen aufgetaucht, wie zum Beispiel der USK, aber in anderen Ländern. Und ja, da bin ich mal gespannt, was uns da erwarten wird. Dann wird das Spiel Limbo, ein Xbox Live-exklusives Download-Spiel, auch für die PlayStation 3 erscheinen. Ja, das ist schön. Und ich würde sagen, das war's mit den News. Es war sehr viel, was ich euch heute gesagt habe. Und am Ende kommen wir nochmal zu etwas sehr Abstrusen, wie ich finde. Etwas sehr, sehr Komisches. Es ist nicht gerade lustig, aber ich weiß nicht, ich finde es komisch. Und zwar, der Papst, der da heißt Benedikt der 16., die geben sich da immer so total komische Namen mit irgendwelchen Zahlen. Ich kann mich ja auch mal so Christodolo der 25. nennen oder Christobal der 12., ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Papst hat seit neuestem, beziehungsweise schon etwas länger, ich bin jetzt aber erst drauf gestoßen, Twitter. Der Papst hat Twitter. Also Sachen gibt's, ohne Scheiß. Er hat zum Beispiel geschrieben auf Twitter, ich zitiere: Liebe Freunde, ich habe gerade www.news.va gestartet. .va ist die Abkürzung für den Vatikanstaat, so wie bei uns DE für Deutschland steht. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus mit meinen Gebeten und Segen. Benediktus der 16. Ja, also echt schon krass, dass der Papst Twitter hat. Und was noch krasser ist, der hat das Ganze über ein iPad gepostet. Also, es wird immer komischer, finde ich. Ich muss persönlich irgendwie drüber lachen. Der Vatikan ist übrigens auch auf Facebook vertreten, nur so als Information. Wenn ihr den aber bei Twitter finden wollt, dann geht auf die Seite news-va-en oder wenn ihr die deutsche Seite haben wollt, wo eigentlich nicht so viel los ist, dann geht ihr auf news-va-de. Da habt ihr das Ganze auch, ja, auf Deutsch und könnt dem Papst auf Twitter folgen. Also Sachen gibt's echt. So, dann noch ein paar Releases für die kommende Woche. Ich habe gesucht und gesucht und habe gesucht, ob irgendwas Interessantes kommt. Aber es kommt nur so Schmarrn wie Tour de France, Harry Potter, Cars 2. Und das sind alles so Spiele, da sage ich einfach, kauft euch nächste Woche keinen Release-Titel. Wenn ihr nächste Woche was kaufen wollt, spart euer Geld und investiert das lieber ins nächste gute Release-Spiel oder kauft euch irgendein altes Spiel, das ist erstens billiger und zweitens besser. So, das war's von mir. Ich hoffe, die News haben euch gefallen. Ich wünsche noch viel Spaß beim Zocken. Macht's gut und haut rein!